öffnen die Tür. Boah. Wait, Shanti, du bist verloren. Wenn du nur hörst, was ich dir sage, dann tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat es tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Wow! Wow. Was jetzt der? Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Er wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rap und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peg, zeig's ihm. Greg, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjie. Wir sind die Jankong. Viel Glück. Okay, ich will ein Rip von der C4. Vorbereitet und starten da, sofort. Beeilung, wir sind unterwegs. Es war unglaublich. Ist der immer so? Ja, an seinen guten Tag. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Hey, Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber du kommst nicht mit, Peg? Ihr bleibt am Leben. Es ist ein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf, solange wir weg sind. Hurra! Das ist eine scheiß Idee. Super, bestimmt nicht mit uns, Hannah. Keine Sorge, da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Oh, da geht's mir gleich viel besser. Noch nicht fliegen. Wir müssen noch mal runter. Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker, hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her.
Du riskierst dein Leben nicht, Hannah! Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glückspilz! Gib sie mir, Wrecker! Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4! Dein Land braucht dich lebendig, Hannah! Du machst das nicht! Punkt! Komm schon, Wrecker! Ja, wen wählen wir? Auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten. Jetzt hat Hannah wohl die Chance, sich zu beweisen. Wrecker, wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf! Hannah! Miese Wichser! Alles klar! Drück den Knopf, Wrecker! Dann wird sie sterben! Verdammt nochmal, Tombstone! Sich für all das geopfert, woran sie verdammt nochmal glaubt. Fortress, hier ist Bloodhound. Tombstone ist an Bord. Wir bringen sie zurück. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Schuss. Verstanden. Bringen Sie meine Marines nach Hause. So Leute, und hier nochmal ein kleines Special, nämlich wir werden nochmal das Kriegsschiff versenken und dieses Mal uns anders entscheiden. Und mal schauen, wie das Ganze dann ausgeht. Vergessen? Der Glückspilz! Gib sie mir, Wrecker! Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das C4! Dein Land braucht dich lebendig, Hannah! Du machst das nicht! Punkt! Komm schon, Wrecker! Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf, Wrecker! Irish! Verdammt! Alles klar, kann losgehen! Tu es, Wrecker, drück den Knopf! Die Explosion bringt ihn um! Verdammt nochmal! Tombstone! Jag das Schiff hoch! Es musste sein, Wrecker! Er ist nicht umsonst gestorben! Fortress, hier ist
hier ist Bloodhound. Tombstone ist an Bord. Wir bringen sie zurück. Sind alle da? Einer von ihnen wird vermisst, Sir. Wir können nichts tun. Wir müssen sofort abrücken. Schuss. Verstanden. Bringen Sie meine Marines nach Hause. So, Freunde, das war also die Battlefield 4 Kampagne. Und hier nur mein Fazit zu dieser Kampagne. Es wurde ja gesagt, dass die Kampagne mehr Story oder mehr auf die Story eingehen soll, man mehr an die Story gebunden werden soll. Da muss ich jetzt leider sagen, okay, das war jetzt leider bei mir nicht der Fall. Ich konnte mich in diese Story nicht wirklich reinversetzen. Und ja, mir hat von der Geschichte her ein bisschen was gefehlt. Und zwar am Anfang eigentlich ging es mir zu schnell los, ohne den wirklichen Hintergrund dieses Kriegs zu kennen, wurde man direkt reingeworfen. Man wusste über den Squad eigentlich gar nichts. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, da ist immer noch Luft nach oben, was uns eventuell mal in einer fünften Teil der Battlefield-Folge, was garantiert kommen wird, erwarten wird. Es muss ja immer auch noch eine Steigerung geben, nennen wir es mal so. Ansonsten zum Spiel selber, also die Eindrücke natürlich, die Grafik natürlich, bombastisch, doch ein paar Features durch gewisse Gänge, Lichteindrücke und. Also das hat schon richtig Fun gemacht und wie ich schon beim ersten Teil gesagt habe, hat ja doch der ein oder andere Leckerbissen auf uns gewartet, was es grafisch betrifft. Und das stimmt mich eigentlich doch zufrieden. Ich hoffe natürlich, dass euch die Kampagne selber auch gefallen hat. Und ihr natürlich unsere anderen Videos auch noch anschauen werdet. Das wird jetzt ein Tutorial geben, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, über das Battlelog. Dann wird es Waffenguides geben, die Klassenguides wird es geben, über die Jets, über die Helis und so weiter. Also da wartet noch einige Videos auf euch und auf mich natürlich einige Arbeit, die mir aber sehr Spaß macht. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Danke euch nochmal fürs Zuschauen und bis demnächst im Multiplayer, bei Tutorials oder sonstigem. Euer Snake. So, aber jetzt noch zum Schluss, bevor ich dann wirklich die Klappe halte und ihr noch die Musik genießen könnt. Es wird dann noch ein Video geben, was die Doc-Tags in dieser Kampagne betrifft, wo ihr diese Doc-Tags alle finden könnt. Da das wirklich nicht immer einfach ist, ich habe jetzt selber hier bei den Let's Play nicht alle gefunden, ich habe es dann nochmal gespielt und mich auf die Suche gemacht, explizit nach diesen Doc-Tags. Und da wird ein Video kommen, damit ihr auch alle Doc-Tags bei euch im Battlelog drin habt. Und jetzt bin ich wirklich weg. Haut rein!